Die wichtigste Frage ist, wie kriegt man, wie kommt man ins Paradies? Und da hat der Islam eine ganz eindeutige Antwort drauf. Und ich sage auch den Muslimen hier, sage ich, diese Sache müssen wir den Menschen auch verdeutlichen. Nicht, um die Menschen zu, kränken, und nicht um den Menschen, den Mitmenschen weh zu tun, sondern um den Mitmenschen zu helfen. Es ist nicht fair, dass du mit jemandem in die Arbeit gehst und du bist davon überzeugt, dass der Islam der einzige Weg zu Gott ist und die einzige Rettung vor der Hölle und du erzählst es deinem Mitmenschen nicht. Das ist ein Verbrechen, ist das. Und frage dich jetzt, wie vielen Leuten du das gesagt hast. Das ist eine wichtige Sache. Der Prophet Muhammad s.a.w., als ein jüdischer Junge im Sterben liegt, geht er zu ihm zu seinem Bett und will, dass er von der Hölle gerettet wird. Was hätte dieser jüdische Junge, wenn der Prophet Muhammad s.a.w. ein Scharlatan gewesen wäre, a'udhu billah, was hätte er ihm bringen können? Hätte er ihm Geld gebracht? Hätte er ihm irgendetwas gebracht? Hätte er ihm seine Armee verstärkt? Nein. Dieser Junge hatte für den Propheten Muhammad s.a.w. absolut keinen Nutzen. Aber Allah sagt im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Welt geschickt. Deswegen musst du die Barmherzigkeit auch haben für deine Nächsten. Dass du demjenigen auch den Weg zeigst. Viele Leute sagen dann, Allah sagt im Koran, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Aber das heißt nicht, dass du die Botschaft verschweigst, sondern das heißt, dass du die Botschaft rüberbringst auf gute Art und Weise. Wie ein Briefträger oder einer, der ein Paket bringt, der kann das, was in dem Paket drin ist, kann er nicht verändern. Aber wie gibt ihm das Paket rüber? Deswegen, was man ganz deutlich sagen muss, ist, und was ich jedem hier ans Herz lege, sich mit dieser Religion zu beschäftigen, denn der Islam sagt ganz eindeutig, Sura 3, Vers 85 sagt Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion wünscht aus dem Islam, die wird von ihm niemals angenommen werden und wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das heißt ewige Hölle. Das sage ich, wie gesagt, nicht, um jemanden zu verletzen, sondern wenn ich einen Blinden sehe, beispielsweise, und er ist davor, in ein Loch zu stützen, und ich bin davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist, in diesem Fall, dann werde ich den Blinden anschreien, damit er nicht in das Loch reinfällt. Und hier geht es um eine ernsthafte Sache, als in ein Loch einzufallen. Hier geht es um ewige Paradies und Hölle. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Was ich nur jedem ans Herz legen kann, auch wenn er nicht mit dem einverstanden ist, was ich sage, dass er die Hände zum Himmel hebt, so wie der Prophet Jeremia in der Bibel und so wie der Prophet Mohammed das gemacht hat und sagt, O allmächtiger Gott, zeige mir die Wahrheit als wahr und hilf mir, sie zu befolgen und zeige mir das Falsche als falsch und hilf mir, davon Abstand zu nehmen. Und dass man sich einfach mit dem Islam, mit dem Koran beschäftigt. O allmächtiger Gott, zeige uns das Wahre als wahr und hilf uns, es zu befolgen. Amen. Und zeige uns das Falsche als falsch und hilf uns, davon Abstand zu nehmen. O Allah, festige uns in deiner Religion. Amen. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. O allmächtiger Gott, gib uns Gutes im Diesseits und Gutes im Jenseits und hüte uns vor der Strafe des ewigen Höllenfeuers. Und deswegen, die Sache ist ganz einfach, die Rettung ist ganz einfach. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah.